Ernestus Schüppe hat feinstes Porzellan in seiner Tasche. Ich habe 2 Porzellanteller mitgebracht. Ein Teller ist von der Manufaktur Meißen und der andere ist unbekannt, aber die Manufaktur soll schon lange nicht mehr bestehen. Und da hätte ich gerne ein Urteil der Experten. Fantastisch, das sieht sehr gut aus. Ein kleines Hüngerchen zwischendurch. Der Herr Schöpe hat 2 wunderschöne Teller. Ja. Die habe ich eben im Vorbeilaufen gesehen und habe gesagt, oh mein Gott, die möchte ich tragen. Und zwar zu dir. Man möchte fast zugreifen. Fantastisch, diese Farben, diese Farbpalette, diese Zwischentöne. Diese Teller waren schon immer reine Schmuckstücke und niemals gedacht, um wirklich davon zu speisen. Nein, das sind wirkliche Zierteller. Das sind Teller tatsächlich für den Sammler immer gewesen. Die stellte man sich in die Vitrine und damit schmückte man sein Wohnzimmer. Damit gibst du mir jetzt eine wunderbare Überleitung. Herr Schüppe, hatten Sie diese Teller auch erworben, um sie nur zu dekorativen Zwecken in Ihrem wunderschönen Haus zu haben? Oder wie sind Sie an die Teller gekommen? Nein, die Teller stammen von einer ehemaligen Wohnungsnachbarin. Die musste jetzt in ein Seniorenheim umziehen. Und weil wir das ein bisschen organisiert haben, hat sie uns so als Dankeschön die Teller geschenkt. Ja, das ist wahrlich ein großzügiges Geschenk. Also der Teller, ein großzügiges Geschenk. Ja, absolut. Wir wollen es mal umdrehen, um die Marke zu entschlüsseln. Und wie auch nicht anders zu denken, die Meißner Kurschwerter unter Glasur blau. Und um die Schwerter identifizieren zu können, muss man so ein paar Details wissen. Also die Klingen sind so ein bisschen geschwungen, diese hier. Die Parierschwerter sind schräg bis zu gerade. Und der Griff läuft auf in so einen kleinen Punkt. Ja. Oder Knauf wird auch gesagt. Aufgrund des Dekors kann man für eine Zeit kurz nach 1900 sprechen. Dann heißt es, dass es echtes Meißen, was ich alles weiß. Aber vielleicht kommen wir jetzt mal zu diesem wirklich prachtvollen Teller. Also der ist sogar ist das echtes Gold, Blattgold? Es ist auf jeden Fall, ja, es ist ein Goldauftrag, auf jeden Fall. In den Stilformen des Historismus, man erkennt hier Historismus. Genau, historische Stile kommen hier zusammen, verschiedene historische Stile. Akanthus, Blattspitzen, zum Beispiel antikisierende Vasen, Gitterwerk. So antike Vasen. Nein, das andere davor. Antikisierend. Antikisierend. Genau. Sie ist fantastisch. Ja, toll. Ich bin so verliebt in die Dame, das ist unglaublich. Ich verstehe zwar nur jedes dritte Wort, aber ich höre ihr so gerne zu. Ja. Und in der Mitte, also auf dem Spiegel, ist eine, ja, man kann hier wirklich von einer Miniatur sprechen. Fast schon fotorealistisch, ne? Man hat ja wirklich das Gefühl, die junge Dame, die würde einen angucken, weil die Augen strahlen ja richtig. Absolut detailgetreu. Und das werden wir jetzt auch mal umdrehen und feststellen, dass es nicht Meißen ist, aber sehr interessante Marken sind das. Hier haben wir das Bindenschild oder Bienenkorb auch genannt, der Wiener Manufaktur.